Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Shrouded. Wir sind hier immer noch beschäftigt mit dem Bau unserer Kirche, Tempel, Kathedrale, Gotteshaus, was auch immer. Es wird natürlich keine christliche Kirche, das passt natürlich überhaupt nicht ins Spiel rein, sondern es wird eine ein Glaubenshaus, was seine eigene Religion hat. Genau. Aber von der... Ja, ich würde mal sagen, bautechnischen Seite, also von der, wie nennt man es denn? Architektonischen Komponente wird es wie eine Kirche oder eine Kathedrale, je nachdem. Genau, und wir werden jetzt hier mal weiterarbeiten. Ich werde mich jetzt hier mal so rumarbeiten, glaube ich, und dann die rechte Seite vervollständigen, dass wir die so haben, wie hier links schon mal grob. Und das ist jetzt, denke ich mal, so der erste Plan. Warte mal, ich kann ja tatsächlich auch so hier drauf zugreifen. Ne? Ah ja, perfekt. Okay. Beziehungsweise dann können wir das HUD eigentlich auch wieder anmachen, wenn es eh angezeigt wird. Ja. Lass uns das mal hier rumbauen. Wir brauchen erstmal die großen Wände. So, ich war auch noch mal ein bisschen Steine farmen. Habe auch noch ein bisschen was im Petto im Lager an noch nicht hergestellten. Ich hoffe, das reicht jetzt. Aber ich bezweifle es irgendwie noch. Aber wir lassen uns überraschen. So, du willst dich da nicht einklinken? Hallo? Warum nicht? Jetzt lass mich mal kurz überlegen, wie machen wir das jetzt am besten? Baue ich erstmal die Wände rein und mache dann die Löcher für die Fenster oder lasse ich die Fenster gleich frei? Wie viele Blöcke sind das denn hier unterhalb? Moment, das muss ich mal kurz abmessen. Das ist ja hier die höchste Ebene, oder? Ja. Okay, also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 3 über dem Fensterding. Sprich, wenn ich jetzt hier das Holz langziehen würde. Gott, was drücke ich denn? Ich brauche erstmal eine ganz kleine Treppe kurz hier. So. Danke. Ne, war doch richtig. Wir brauchen Holz. So, Miasma-Holz, bitte. Sehr schön. Wo ist es? Da ist es. So, machen wir hier nicht einen auf so, machen wir einen auf so. Können wir das mal hier ransnappen? Jo, können wir. Perfekt. Dann haben wir doch hier schon mal eine Höhe, die wir brauchen. Okay, perfekt. Wir haben kein Miasma-Holz mehr. Sehr schön. Es steht ja schon das nächste an, was wir farmen dürfen. So. Okay. Und davon 3 quasi runter, beziehungsweise 2 noch. Dann können wir das doch eigentlich so machen. Dann können wir doch mal hier die Dinger nehmen. Können die Fenster schon mal freilassen, beziehungsweise die Fenster müssen ja auch noch ein aufgeweicht werden, weil nee, so nicht, Kollege Schnürschuh. Weil die ja einen weg müssen noch, die haben wir ja ein bisschen verändert im Nachhinein, die Fenster. Also eigentlich reicht es tatsächlich so. Irgendwas ist hier im Weg. Ah ja, eine Steinsäule. Okay. So wäre gar nicht so schlecht, aber wir müssen noch höher. So. Gut, dann müssen wir jetzt noch hinten eine Wand dran machen und noch eine Wand dran machen, weil es ja drei
Voxel tief ist und dann diese Fenstereinlässe hier bauen. Genau, ich würde sagen, ich mache da einen kleinen Zeitraffer und dann jo, sehen wir uns bei ein wenig Fortschritt wieder. So, wir haben die rechte Seite nun auch fertig. Identisch mit der linken. Ich habe mir hier mal außen so ein kleines Außengeländer gebaut, damit man hier besser arbeiten kann. Ja, wie ihr seht, die gleichen Details hier mit diesen Säulen. Wir haben hier hinten, wo diese große, fette Säule ist, ein Fenster eingerichtet. Und auf der anderen Seite ist ja die Tür. Hier hinten an die Wand werden wir auch noch so Verstärkungen dran bauen. Ja. Dann habe ich hier schon mal eine kleine Treppe hochgebaut, aber weiß noch nicht, ob das so bleibt. Wir können theoretisch das hier oben schon mal ein bisschen auskleiden mit Boden. Achso, die Frage ist... Ah, wir sollten einen doppelten Boden gleich machen, ne? Weil... Möchte ich hier diesen Boden, hier diese Decke haben? Ne, das passt überhaupt nicht. Okay, wir machen einen doppelten Boden. So, warte, wir nehmen erstmal hier unseren veredelten Steinblock. Und jetzt machen wir tatsächlich hier auch noch einen Rand, glaube ich. Oder? Machen wir noch einen Rand? Gott, das ist gar nicht weit genug gewesen. Ich überlege gerade, ob wir hier noch einen Rand machen wollen. Oh. Ich glaube fast, ja. So, schnell mal ein bisschen umgebaut. Eigentlich finde ich die Idee mit den beiden Treppen hier ganz nett. Hat natürlich das Problem, dass das mit dem Eingang hier nicht mehr hundertprozentig klappt. Vielleicht müssen wir den hier so ein bisschen um die Kurve verlaufen lassen. Ja, den müssen wir wahrscheinlich dann nochmal umlegen. Aber hier können wir hoch. Dann kommen wir nämlich auch direkt hier hin. Und dann könnten wir auch noch links und rechts so eine seitliche Treppe hoch machen. Also sprich, irgendwie so hier dann. Da
Jetzt ganz grob gesagt. Die Frage ist auch immer noch, ob wir das hier einen noch breiter machen wollen oder nicht. Die Frage kann ich allerdings abschließend noch nicht so ganz beantworten. Eventuell müssten wir auch mal schauen, wie das hier mit den Säulen aussieht. Aua, wenn wir die ganz hoch machen. Wo kommen die denn ungefähr raus? Das ist dann noch ein bisschen die Frage, die das vielleicht auch ein bisschen abhängig macht. So, machen wir mal richtig hoch das Ding hier. So, der war noch nicht ganz. Perfekt. So, jetzt gehen wir mal hochgucken, wie das hier so aussieht. Okay, die Säule geht bis hier hin. Wenn wir hier noch ein Geländer drauf machen. Wie viel Platz haben wir denn da hier noch? Sagen wir mal, wir haben hier ein kleines Geländer. Plus eine Bank. Habe ich noch eine Bank? Ja, nice. Vielleicht sollte ich mal das Hub wieder anmachen. Dann sehe ich auch was. So, plus eine Bank. Die, sagen wir mal, hier so hinkommt. So, dass man sich auch draufsetzen kann, tatsächlich. So, kann man sich nicht hinsetzen. Ja, aber Platz zum Langgehen wäre hier auf jeden Fall noch. Also theoretisch bräuchten wir das gar nicht so viel breiter machen. Würde ich auch ganz gut finden, weil hier kann man schön runter gucken. Ein vielleicht breiter. Allerdings könnten wir ja auch so einen schönen Bogen hinbauen, um das hier zu stützen. Ah, knifflige Entscheidung. Warte mal, lass uns mal kurz das Miasma-Holz hier nehmen. Ein breiter. Ein breiter wäre jetzt ja nicht so krass, aber vielleicht ein breiter aus Stein auch. Weil ich weiß noch nicht genau, wie das wirkt. Alles aus Stein ist und das aus Holz. Ich glaube, das sollten wir auch aus Stein machen, den Rahmen, ne? Das wäre schon irgendwie ein bisschen nicer. Perfekt. Wie sieht das jetzt aus? Ja, obwohl andererseits hatte das Holz auch ein bisschen Kontrast, ne? Ah, jetzt bin ich mir unsicher. Vielleicht doch lieber Holz? Ich glaube, Holz ist nicht schlecht. Gut, dann passt die Treppe hier natürlich aber überhaupt nicht mehr. Die Treppe. Die würde ich gerne hier so seitlich hoch machen, oder? Wollen wir die so hier hoch machen? Wollen wir die so sehen von hier vorne oder wollen wir sie nicht sehen? Also wenn wir sie so seitlich hoch machen, dann gehen halt so rechts und links zwei Treppen jeweils nach oben. Das könnte ganz cool aussehen. Das könnte aber auch cool sein, wenn wir da so einen großen offenen Raum haben. Jetzt die Frage der Fragen. Vielleicht lassen wir doch auch erstmal offen diese Frage. Beziehungsweise wir können ja mal hier eine Quertreppe ansetzen. So. Da machen wir mal das genaue Gegenteil. Kommt natürlich auch ganz schön weit rein hier. Ja. Ne, dann müssten wir die theoretisch viel, viel weiter hier hinten ansetzen, was? So hier oder so. Und ob mir das gefällt, da bin ich mir unsicher. Lass erstmal diese ganzen Dinger hier wegmachen. Die waren eh nur zum Langlaufen.
Hat auch irgendwie was. Diese rechts und links, diese großen Treppen da hoch. Moment, wir schnappen uns mal hier noch ein bisschen Miasma-Holz. Und dann führen wir das mal hier kurz fort. Um die Treppe mal vernünftig platzieren zu können. So, aber nur bis hier. Hier muss dann wieder ein Balken rein, falls wir den da überhaupt noch brauchen sollten. So, warte, das muss das mal auch ganz kurz hier wegmachen. Huch, das war falsch. So, Treppe, Treppe, Treppe. Einmal entfernen bitte wieder. Passt das? Das passt. Das passt nicht. So. Schauen wir nochmal. Etwas aus der Entfernung. Ja. Ist vielleicht ganz nett. Ist vielleicht ganz nett. Frage ist, ob ich die einen weiter hier ansetzen will. Also beziehungsweise einen weiter rechts. Denn ich würde gern. So, es ist wieder kurz ein bisschen ausgeartet. Ich musste doch noch mal einiges umbauen. Wie ihr seht, haben wir da jetzt auch so ein kleines Podest, was ein bisschen anders gefärbt ist. In der Mitte ein bisschen Erde. Da habe ich auch noch was Spezielles vor. Und hier haben wir so eine Art Rinne. Und die sorgt einfach dafür, dass hier dieser Rand so aussieht, wie er aussieht. Weil wenn man das da rein macht... Oh, warte mal. Ja, nee, aber sobald ich hier mehrere reinsetze, verschwindet dieser Rand. Und ich möchte eigentlich, dass der hier so dick bleibt. Hätte sogar gerne so, dass das eigentlich alles hier so Rand ist. Könnte man theoretisch sogar so hier irgendwie umsetzen. Ja, vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Hier überall so kleine Löcher reinzumachen. Können wir das ein bisschen austricksen. Das ganze System hier. Dann haben wir nämlich hier so eine glatte, ebene Fläche. Das finde ich eigentlich ganz nice. Die Löcher fallen jetzt auch nicht allzu stark auf, finde ich. Das geht. Das kann man machen. Cool. Gott, mein Hals ist ganz trocken. Ich muss erstmal gleich was trinken. Ja, genau. Was steht jetzt als nächstes an? Als nächstes werden wir hier vorne den Bereich hochziehen. Damit wir das auch schon mal so grob fertig haben. Ja, ich würde sagen, damit fange ich jetzt erstmal an. Dann sehen wir auch schon mal, ob die Steine noch reichen werden. Vielleicht haben wir Glück und es reicht tatsächlich. Ja, aber schauen wir einfach mal. So, hier kommen ja Fenster hin. Bedeutet... Ich muss erstmal selbst ein bisschen schauen, wie ich das genau machen werde. Aber ich glaube... nee, ich glaube, das ziehen wir nur so hoch. Das ziehen wir auch nur so hoch. Das ziehen wir so hoch. Huch, das war falsch. Das war auch falsch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir wieder was von abmachen.
Okay. So. Na gut, ich werde wahrscheinlich wieder einen kleinen Zeitraffer einbauen und erstmal was trinken und dann sehen wir uns später. So, der Bereich vorne steht jetzt auch. Der Bereich vorne steht jetzt auch. Also zumindest das Gerüst oder das Skelett oder was auch immer. Könnte ganz nice aussehen, wenn dann die Fenster da drin sind. Die Frage ist allerdings noch, wie genau machen wir da die Fenster rein? Also ich habe hier rechts schon mal so ein bisschen probiert, so ein Dreier-Step. Unten was Kleines und oben zwei große, das könnte ich mir eventuell vorstellen. Vielleicht variieren wir auch so ein bisschen Vollfläche und dann, na, ich weiß es noch nicht, Vollfläche und dann wieder so ein Dreier-Step. Mal gucken. Ich muss jetzt eh erstmal schauen, wie ich das hier mache. Lass mich mal kurz gucken. Wir könnten mal hier auf der Ebene das auch so machen. So. 3. Und dann machen wir hier. So. Vielleicht machen wir das tatsächlich so. Mit so einem Dreier-Schritt. Könnte ganz nice aussehen. Könnte es natürlich auch irgendwie noch ein bisschen variieren. Ich weiß aber noch nicht wie. Das in der Mitte wird wahrscheinlich eh eine große Fläche. Das wird hier so ein bisschen getrennt. Da müssen wir auch mal gucken, ab welchem Bereich wir das ungefähr machen werden. Ich glaube ab dem hier. Wir ziehen das mal hier so durch mit dem Dings. So, pass auf, so. Jetzt gehe ich mal ganz kurz da hoch. Genau, hier sind wir, ne? Ja, perfekt. Hier machen wir eine gerade Linie rüber. Das wird von innen anders aussehen als von außen. So. Wir können das ja erstmal so weiter probieren, glaube ich. Ich probiere das erstmal aus mit diesem, mit dieser Dreier-Geschichte. Huch, das war aber nix. So. Und jetzt noch. Achso, warte mal, wie haben wir das hier gemacht? Hier haben wir noch was eingebaut, ne? 1, 2, eine Dreier-Dicke und eine Dreier-Dicke. Perfekt. Sprich, wir nehmen uns das Gefährt hier mal, das geht schneller. Huch, das war nix. So. Jetzt müssen wir die Hälfte eh wieder abreißen. Das sollte passen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, perfekt. Okay. So. Naja, das machen wir gleich. Okay. So, ach ja, genau. Hier kommt eine vollflächige Glaswand hin, denke ich mal. Und zwar auch bis nach ganz oben. Ach so, warte mal. Das muss ja so ein bisschen gewölbeartig auch werden, ne? Ab wo machen wir denn das Gewölbeartige? Das ist sowieso schon so eine nächste Frage.
Ja, doch, die setzen wir ab da an. Das bedingt ja, das ist ja, das Dach ist ja unabhängig davon. So, ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert. Aktuell sieht es so aus. Von hier oben so. Ich weiß natürlich nur noch gar nicht, ob wir hier noch ein Dach drüber machen oder ob wir das vorne aus Stein lassen. Vermutlich werden wir hier ein Dach drüber machen, weil der Rest ist ja auch Dach. Ich mir auch gar nicht so viel Mühe geben brauchen. Dass das vernünftig aussieht, weil letztendlich wäre es egal gewesen, aber wir schauen mal, vielleicht machen wir es ja auch anders, dann haben wir es schon ordentlich. Genau, und das war nichts. Naja, ich kann es euch auch von hier unten auch zeigen. Die Säulen werden wir ungefähr so ein bisschen ausarbeiten. Muss natürlich dann noch ringsrum gesetzt werden und das bei allen vier Säulen. Und dann hier so eine schöne Kuppel. Ja, das sollte ganz nice kommen, hoffe ich. Mal schauen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Falls es scheiße aussieht, haben wir natürlich ein richtiges Problem, weil da muss ich alles wieder abreißen. Ja, aber ich hoffe einfach, dass es cool wird. Ja. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit dem Dachausbau. Das sollten wir vermutlich auch abschließen dann. Und dann können wir uns schon so langsam, aber sicher um den Außenbereich kümmern. Mal schauen. Die Details kommen auf jeden Fall dann zum Schluss, also das ganze Einrichten der Kirche etc. pp. Da wird dann auch noch ein schönes Video kommen am Ende, wenn die gesamte Kirche fertig ist mit Gewölbe etc. Ja, machen wir noch mal so einen schönen Rundgang. Aktuell gibt es ja noch nicht ganz so viel zu sehen. Ich kann es euch ja noch mal von außen zeigen, wie der aktuelle Stand bisher ist. Huch, wo renne ich denn hin? Es wird langsam. Hat schon ein bisschen was. Hier hinten müssen wir auch noch die Verstärkungen bauen. Jo. Es wird. Hier kommt ja dann noch der unterirdische Bereich. Hier unten will ich eventuell ein Labyrinth bauen und einen Garten. Mal gucken. Hier muss auch noch die Treppe hingebaut werden. Ja. Es ist noch einiges an der Arbeit. Aber nächste Folge mehr. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr die nachkommenden Folgen nicht verpassen möchtet. Am besten auch die Glocke aktivieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.